Hallo ihr, grüßt euch und guten Morgen. Conny und Klaus sind wieder on Tour. Das Wetter ist kein Deut besser wie gestern Morgen. Allerdings haben wir heute auch wenig Aussicht auf Besserung, wie es gestern der Fall war. Wir haben beschlossen, wir bleiben noch einen Tag länger in der Schweiz und schauen mal, ob wir das ein oder andere noch sehen können, weil in Deutschland ist das Wetter auch nicht besser. Und hier haben wir, denke ich, weniger Probleme, Stellplätze auch zu kriegen. Zielendpunkt heute Nachmittag, später Nachmittag, wird sein irgendwo in der Nähe von Schaffhausen, damit wir dann morgen früh wieder über die Grenze mitschen können. Und dann schauen wir mal weiter, wie wir Deutschland dann die nächsten Tage noch machen. Also heute noch 1, 2, 3, 4 sehen. Vielleicht kann man schöne Bilder machen. Bei dem Wetter Drohne hoch würde ich eher nein sagen, aber wir schauen, was wir euch noch zeigen können. Wir haben selber keine Ahnung, was uns erwartet. Wir sind hier gerade einem seltsamen Wetterphänomen auf der Spur. Es kommt kaum noch Wasser vom Himmel und wir erspähen da oben irgendwas Blaues. Ungewöhnlich, Conny, wa? Also, was das zu bedeuten hat, ich weiß nicht. Der Walensee, haben wir gestern gerufen. Kommt davon, wenn man nach Navi fährt und sich um sonst nichts kümmert. Wenn man mal in die Karte guckt, stellt man fest, das ist der Obersee. Und der Obersee ist ein Teil vom Zürichsee. Ja, den war besser einmal informiert gestern. Aber Navi eingegeben, wir wollen an Walensee. See taucht auf. Kann nur Walensee sein. Ja. Dummkopf. Filmen gleich nochmal bessere Bilder. Ein Kraftwerk. Ah, oh, das Kraftwerk. Vegital, oder? Wir fahren jetzt ins Vegital. Schönes Kraftwerk, ein Pumpspeicherkraftwerk sind oder was, wie das aussieht. Hier ist nichts. Es qualmt nicht. Es macht nichts. Saddle Lake ist offen. Offen. Fahren wir hoch. So, an dem Kraftwerk vorbei. Jo. Hier kann man wieder essen. Ja. Bis wir Hunger haben, schifft es aber wieder. Macht es aber wieder Spaß hier zu fahren. Dort stuft rechts steil hoch, links steil hoch. Sträßchen aber breit genug, auch für Gegenverkehr. Etwas rumpelig, aber sind ja am Arbeiten. Das Stück habt ihr ja wohl neu gemacht, da ist neuer Belag drauf. Rumpelt aber genauso. Und die Mühle schraubt sich weiter in die Höhe. Wunderbar. Ja, dritter Gang. Wir gehen im Moment nicht. Überall kommt man nicht Wasser von den die Hängen runter. Hat ja auch gestern und heute genug vom Himmel geregnet. Oh, Leute, jetzt geht vierter Gang. Mit Mühe, aber er geht. So, jetzt sind wir wieder in einem schönen Tal hier drin. Oh, da oben liegt noch Schnee. Conny, wir müssen wechseln auf Winterreifen. Weiß ich nicht, ich muss nach vorne gucken. Die Temperaturanzeige hier nicht so schwer anzulegen. Auf frische Luft. Ja, auf Frösche soll man aufpassen. Wir bremsen auch für Frösche. Oder wie ist der Slogan? Ja. Sieht aber glaube ich. Ist hier eine Staumauer? Ich soll hier mal ranfahren. Hier ist eine Staumauer. Ah, genau, das ist die wahrscheinlich da unten für das Kraftwerk. So, ich fahre hier mal ran, halte und Aufnahmen folgen. Ja, von ganz da hinten irgendwo sind wir das Tal hochgekommen. Wir stehen hier auf der Staumauer. Und hier
ist der Stausee, der offensichtlich da unten das Kraftwerk speist. Und durch die starken Regenfälle hat sich ja, so wie es aussieht, jede Menge Sand und Lehm runtergespült von den Bergen. Und hier läuft auch noch ordentlich zu. Ja, ein bisschen Glück haben wir im Moment mit dem Wetter. Ist so um die 10 Grad. Also wir brauchen keine Regenjacken, nichts. Da hinten steht unser Auto. Und da oben wieder Schnee auf den Bergen. Also hat was. So, gerade mal geguckt, da ist der Stausee vom Kraftwerk Rempen. Das ist da unten allerdings in den Stausee direkt eingebaut. Kann sein, dass da unten nochmal, wo wir hochgekommen sind, nochmal nachgekraftet und gestaut wird. Und was da hinter mir, ich mach's mal groß, sich so seltsam bewegt, sieht aus, als ob da von unter der Wasseroberfläche Wasser von unten hochgepumpt wird oder was. Keine Ahnung, ganz seltsam. Auf Stausee geguckt. Mal ein bisschen Platz machen. Hier kommt ein Dickschiff entgegen. Und jetzt fahren wir über die Brücke vom Stausee. Und wie soll sich weiter bergauf? Da muss irgendwo noch ein Stausee sein. Da vorne, das sieht auch wieder nach Kraftwerk aus, wa? Oh, da, genau, da laufen auch die Rohre hoch den Berg. Da oben ist nochmal ein Stausee. Und deswegen auch die braune Brühe erklärbar. Die pumpen da Wasser wieder hoch. Und das läuft dann hier runter. Rechts ist das Kraftwerk. Ja. Oh, das ist ein Ausblick da vorne, Conny, wa? Jetzt singen wir Heidi, Heidi. So sieht es dann aus. Ja, gestern auf der Autobahn war ein Wegweiser Heididorf. Ja, seid uns nicht böse, wir waren nicht dort. Im Heididorf. Wobei das hier sieht wohl ähnlich aus. Und es geht noch weiter hoch. Kamera aus bei mir. What if I open my soul? Here I stand by myself on my own. What if I lose all control? And take a step out into the unknown. Ja, wir sind ja das Wegital hochgefahren und stehen jetzt am Wegitaler See. Nieselt ein wenig, aber das Wetter hält zumindest mal noch ein paar Minuten, sodass wir das Ganze nochmal von oben anschauen. Thank you.
Ja, dann hoffen wir, der kleine Rundflug hat euch gefallen. Und wir fahren hier wieder weg vom See. Ich glaube, nicht allzu weit weg ist noch einer. Aber mal gucken, wie wir es zeitlich schaffen werden. Wir haben noch ein paar Kilometer hoch Richtung Schaffhausen wieder zu fahren. Und da hinten drohen wieder die Unwetterwolken. Konnte ich gut mehr hindern. Ja. Kasten hat nach Sprit geschrien. Ich wollte zwar nur halb voll tanken, aber ich weiß nicht, wie viel wir noch brauchen. Und hier haben wir eben für die Schweiz schweinegünstige 1,65 Franken der Liter getankt. Also 1,55. So sind die Preise hier. So, links geht es jetzt rüber ins Sattel-Eck hoch. Wir lassen uns überraschen. Was ist alles gesperrt, Conny? Gar nicht. LKW über 12 Meter gesperrt, Busse nicht. Naja. Seestraße. Wir nehmen den Anstieg. Reduzierter Winterdienst. Sattel-Eck hoch ist sportlich. Voller Lenkeinschlag. Und wir haben noch ein paar von diesen netten kleinen Köpfchen da vor uns. Zweiter Gang, wir gehen natürlich nicht. Straße relativ schmal. Eben kam schon ein PKW mit Anhänger entgegen. Grenzwertig. Der hat sein Ding auch rechts irgendwo rangesetzt, den Hänger. Aber gut. Wir hoffen, dass wir gut zurechtkommen hier jetzt. 11 Kilometer haben wir insgesamt noch zu fahren. Ich denke mal, so 7, 8 Kilometer geht es jetzt hier berghoch. Hast du es an, Conny? Ja. Conny hadert mit der Kamera. We got time on our side. We're in a state of hope. I need you on my fire. I want you to know that every time. So much I can find my way. We got everything here, at least to stay alive. And the time that we share makes it all worthwhile. Got this place on. Do you feel that we got something strong? I saw you walking the line, and the truth may come as a surprise. That with you I feel alive. You'll be the last one I think about.
der Schwan da unten ist natürlich nicht echt. Und ich schwenke hier gerade mal rüber. Das ist die Brücke über den Zielsee, den wir gefahren sind. Na, da ihr nichts gesehen habt, gab es nichts zu sehen. Wir sind jetzt am Zielort angekommen, Stein am Rhein. Und den Rhein, den zeige ich euch gleich. Ja, das ist hier ein wunderschöner Campingplatz, wie der Name Stein am Rhein schon sagt, am Rhein gelegen. Und hier sind schwerpunktmäßig Dauercamper untergebracht. Das heißt, die attraktiven Stellplätze sind weg. Wir parken da oben, macht aber nichts. Sind wir hochwassersicher. Ja, was gibt es hier zu sehen? Ich drehe mich mal so rum. Den Rhein hat sich ganz schön entwickelt seit gestern, wa? Jo, diese Richtung Bodensee und andere Seite Deutschland, hier Schweiz. Und in diese Richtung geht es nach Schaffhausen zum Rheinfall. So, jetzt gehe ich erstmal wieder in die gute Stube, mache mir ein Bier auf und warte, bis das Wetter besser wird oder bis morgen früh, um euch hier mehr zu zeigen. Ja, wir beide drehen jetzt mal in der regenfreien Zeit noch eine kleine Runde hier am Campingplatz und am Rheinufer entlang und vertreiben uns so die Zeit bis zum Abendessen. Ja, wir haben bestellt, heute gibt es wieder Womo Dinner vom Feinsten. Hat hier ein Restaurant und das ist quasi vor der Tür. Da holen wir gleich was Leckeres Schweizer zum Essen ab. Schweizerisches zum Essen ab. Ja. Oh, Conny ist schon ein ganz Stück weg da hinten. Muss ich noch hin. Ja, wieder hier auf der Seite, wo wir sind. Schweiz, Brücke rüber, Deutschland. Kurios. So, wir haben euch mal etwas zur Seite gestellt hier. Weil am Campingplatz angeschlossen ist ein Restaurant. Da kann man sich Takeaway Schnapulationen abholen. Hat Conny gerade gemacht. Mhm. Conny hat sich einen gigantischen Salat, da ist noch jede Menge da drin bestellt. Mit Rösti. Ich habe ein Rösti und Zürcher Geschnetzeltes. Dazu nehmen wir ein Steiner Krötli, also eine Steiner Kröte aus Stein am Rhein. Ein Krötli. Und jetzt mal gucken, wie das Ganze hier schmeckt. Schamackert. Rösti ist immer am wichtigsten. Naja, Conny. Also mir schmeckt es hervorragend. Der Teller rutscht. Ich merke, wir stehen schon wieder schief. Also, das hat bei uns Tradition. Wir sind die geborenen Schiefparker. Ja. Aber immer Kopf nach oben ist wichtig. Oh, Conny, das schmeckt. Leute, ich sag euch, nach monatelang Corona eingesperrt, die Schweiz, das ist hier die Freiheit. Ja. Außenrestauration oder abholen, das geht. Wobei das abholen, wenn das hier so ein paar Minuten. Da geht's ja, ist ja eine Minute und dann. Ist das frisch. Ja. Ja. Aber Patty ist wohl mal alleine, wir stoßen noch kurz mit euch an. Und dann. Prost. Melden wir uns, wenn wir fertig sind mit dem Rülpsen. Ja. Oh ja, Conny. Das ist nicht schlecht. Ja. Wobei, muss man sagen, auch Schweiz, alles ein bisschen teurer. In Deutschland würde ich das Geld dafür jetzt vermutlich nicht ausgeben. Aber uns schmeckt's. Alles super. Bis nachher. Naja, das war ja zu befürchten. Nach der guten Flasche Wein und dem üppigen Essen haben wir natürlich nicht mehr gefilmt. Also, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch. Über ein Abo freuen wir uns ganz fürchterlich. Seid gespannt auf das nächste Video. Da ist auch die Drohne gleich wieder über dem Rhein dabei. Bis denn. It's all